Ich habe heute Post bekommen und zwar das neue iPad Pro, in diesem Fall in der 11 Zoll Variante Wi-Fi mit 64 GB, also das günstigste Modell, was allerdings auch schon 879 Euro kostet, sprich ebenfalls nicht besonders günstig ist. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt einmal gemeinsam aus, denn im Gegensatz zu den vorigen iPads und auch iPhones ist hier ein bisschen anderer Inhalt in dieser iPad-Verpackung mit dabei. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach einmal nach dem Intro etwas genauer an. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hier habe ich jetzt das gute Stück vor mir liegen. Wir sehen ganz klassisch eigentlich eine iPad-Verpackung, wenn wir vorne iPad Pro stehen, an den Seiten jeweils ein Apple-Logo und auf der Front eben dieses schöne Wallpaper mit dem randlosen iPad. Und besonders an dieser Verpackung ist jetzt, dass wir das hier über so eine Lasche öffnen können und gar keine Schere mehr benötigen, was ich jetzt einfach mal machen werde. Und daraufhin können wir schon hier die Folie ganz einfach entfernen. Und haben dann hier eben jetzt die Verpackung ohne Folie, die ich jetzt auch einfach direkt mal öffnen werde. Und dann haben wir hier auch schon direkt das iPad, was wir kurz zur Seite legen werden und uns gleich anschauen. Denn wir schauen uns erst einmal ganz kurz an, was hier in der Verpackung drin ist. Zuallererst natürlich ganz klassisch hier Design bei Apple in California, so ein kleines Täschchen mit Stickern, Informationen und so weiter. Also im Endeffekt ganz klassisch das, was wir immer in diesen Verpackungen haben, also nichts Besonderes. Was aber besonders ist, ist zuallererst dieses Kabel hier. Das ist nämlich kein Lightning auf USB-A Kabel mehr, sondern ein USB-C auf USB-C, denn das iPad Pro hat jetzt USB-C. Und besonders cool ist, dass wir das Ganze zum Beispiel auch an unserem MacBook laden können oder verbinden können, wenn man ein MacBook nur noch mit USB-C Anschlüssen hat. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass das jetzt dabei ist. Und was ebenfalls sehr cool ist, ist dieser Adapter hier, beziehungsweise der Power Brick. Dieser hat nämlich jetzt ebenfalls USB-C und damit können wir unser Gerät jetzt dementsprechend laden. Und das zeigt schon so ein bisschen den Weg, den Apple hoffentlich gehen wird, denn bei den nächsten iPhones bekommen wir hoffentlich ebenfalls USB-C und da könnte man sich so einen Adapter hier auf jeden Fall ziemlich gut vorstellen. Diese Kombination aus USB-C ist auf jeden Fall eine schöne Sache, gerade eben in Verbindung mit den neuen MacBooks. Macht das Ganze Sinn und ich hoffe, dass Apple das jetzt in Zukunft auch genauso umsetzen wird, dass alles auf USB-C umgeswitcht wird. Werfen wir nun aber jetzt mal einen Blick auf das iPad, was ich jetzt direkt auspacken werde. Und auf den ersten Blick noch eingepackt, kann man sagen, dass es sich jetzt schon extrem hochwertig und besonders anfühlt. Gerade wenn man vorher eben noch die abgerundeten iPad-Versionen kennt, ist das hier schon wieder irgendwie etwas Neues, anderes. Und ich werde es jetzt hier einfach einmal öffnen. Und dann sehen wir das Ganze schon. Hier jetzt das iPad Pro mit 11 Zoll und es sieht einfach richtig, richtig geil aus. Also wirklich ein schönes Gerät. Wie gesagt, unten eben mit dem USB-C-Anschluss, dann hier eben Lautsprecher. Auf der Seite haben wir hier gar nichts. Dann auf der anderen oben haben wir den Power-Button und weitere Lautsprecher und eben auf der anderen Seite dann nochmal die Lauter-Leiser-Tasten, kein Mute-Switch mehr, der ist ja eh schon verschwunden und man sieht auch hier direkt eben die ganzen Face-ID Geschichten, also sprich Kamera und so weiter, sieht man hier durch das Display auf jeden Fall auch schon. Und auf der Rückseite haben wir natürlich auch eine Kamera, die ziemlich dick ist, also ziemlich groß, und darunter Mikrofon und Blitz. Und hier haben wir jetzt eben unten den Smart-Connector für zum Beispiel Tastaturen. Und das Ganze fühlt sich auf jeden Fall sehr wertig und ziemlich cool an. Ich werde es mal einschalten und ich freue mich auf jeden Fall schon, das Ganze jetzt zu testen und zu benutzen. Bin sehr gespannt, wie sehr sich dann das iPad unterscheiden würde im Gegensatz zu dem Vorgängermodell. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal sehr cool aus mit diesen abgerundeten Kanten. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät, das kann man auf den ersten Blick auf jeden Fall schon einmal sagen. Ich habe das iPad jetzt einfach mal eingerichtet, so ganz grob,
Und ich muss sagen, dass es wirklich richtig beeindruckend aussieht und ich mich freue, das Ganze jetzt ausführlicher zu testen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann mache ich auch gerne ein ausführliches Review über dieses iPad, weil es eben schon etwas Neues, etwas anderes ist, gerade im Vergleich zu den vorigen Modellen und dementsprechend mit Sicherheit für einige interessant sein könnte. Das wäre es dann aber im Grunde genommen von diesem Unboxing, von diesem Video zum neuen iPad Pro, in meinem Fall mit 11 Zoll. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir Feedback oder Dinge, die ihr gerne über dieses iPad wissen möchtet. Unten in die Kommentare, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.